Ich möchte mit Ihnen ein Spiel spielen. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Aber es ist ein gutes Spiel. Man nennt es Wahrheit. 2 Minuten lang werde ich Ihnen nur die Wahrheit erzählen und nichts als die Wahrheit. Zwei Zimmern, allein mit meiner Ma. Ich wurde früher erwachsen, denn meine Mutter war nie da. Sie musste arbeiten, damit ich was zu essen hatte. Nur eine Rose als Dank war der Grund, warum ich hasselte. Das hier ist nicht Ghetto, nur eins dieser Problemviertel. Schädeltrauma, nachdem ich 10 aus diesem Bezirk ficken. Das hier ist nicht Berlin, hier hält keiner zusammen. Wuppertal 42, jeder Gang ein Einzelkampf. Und dann irgendwann kriminelle Energie durch Drogen. Ich dachte, Heroin würde sich für mich lohnen. Ich hatte schnelles Geld, um mich über Wasser zu halten. Doch aus allen meinen Brüdern wurden komische Gestalten. Familien zerbrachen, Freunde, die sich abstachen. Gute Freunde, die sich vor dem Schreien alle geteilt haben. Doch irgendwann kam im Leben diese trockene Wende. Es hat alles zerstört, dieses aufgekochte Ende. Es ist nicht angenehm mit anzusehen, wenn Freunde untergehen. Doch du kannst betteln und flehen. Passt du nicht auf dich selber auf, wirst du mit ihnen untergehen. Du wirst mit ihnen untergehen. Es ist nicht angenehm mit anzusehen, wenn Freunde untergehen. Doch du kannst betteln und flehen. Passt du nicht auf dich selber auf, wirst du mit ihnen untergehen. Du wirst mit ihnen untergehen. In der Schule habe ich es krass verkackt, ich hab keinen Abschluss, denn ich hab's nur in die 7. geschafft. Ich brach die Schule ab und dachte, dass ich keinen Abschluss brauchte. Das vermittelten die Menschen, an die ich echt verkaufte. Ich selber habe diesen Scheiß niemals ausprobiert. Ich wusste nur, Kunden bringen dafür Geld zu mir. 2/3 des Geldes musste ich brav abliefern und dachte, bis dato Schnee wäre nur zum Skifahren. Ich hatte keine Probleme, geschweige denn Sorgen. Irgendwann fing ich an, Scheine zu rollen und wusste nicht weiter, was ich mit der Kohle machen sollte. Ich verlor den Bezug zu Geld, was ich bis heute bereue. Probleme holen einen immer ein und du hast nichts, was dir bleibt. Es lässt sich nichts mehr ändern, ich scheiß auf die Vergangenheit. Jetzt kennen sie die Wahrheit. Es ist nicht angenehm mit anzusehen, wenn Freunde untergehen. Doch du kannst betteln und flehen. Passt du nicht auf dich selber auf, wirst du mit ihnen untergehen. Du wirst mit ihnen untergehen. Es ist nicht angenehm mit anzusehen, wenn Freunde untergehen. Doch du kannst betteln und flehen. Passt du nicht auf dich selber auf, wirst du mit ihnen untergehen. Du wirst mit ihnen untergehen. Gehen.